Servus und willkommen zurück zum Beratungsblitz. Diesmal wieder was ein bisschen Neues. Wir spielen nämlich eine 10-Minuten-Partie und wir hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr in die Tiefe noch gehen können als bei unseren üblichen 3- oder 5-Minuten-Partien. Und wir haben uns auch schon einen Gegner dafür ausgesucht, beziehungsweise Er hat uns er hat ausgesucht. uns ausgesucht. Und zwar ist es Schachfreund Lero, der uns eine Challenge geschickt hat, 10 Minuten, die nehmen wir jetzt an und ich bin gespannt, wie diese 10-Minuten-Partie jetzt klappt. Haben Lero, also Schwarz. auf Deutschland, aus Deutschland, wir haben Schwarz. Wir beamen uns mal zur Seite, damit man das Brett noch größer sehen kann. Sagen mal freundlich Hi hier im Chat. Haben wir gelernt vom anderen User, der uns immer So macht begrüßt man hat. das. So, D4, es geht los. So, das hat man jetzt noch gar nicht. Ja, Was jetzt müssen spielst wir du nochmal erstmal auf Grundsatz. D4? Königsindisch. Welche Ja? Überraschung. Na dann hopp. Ja. Dann spielen wir Königsindisch. Spielst du das auch? Nee, Ab aber jetzt. heute schon. Jetzt Läufer spielst du. G5, Oh Trompowski. nee. Magst du nicht so gerne. E6. So, ich wollte nur kurz den Chat zeigen. Jetzt sind wir wieder zurück auf der Brettansicht. E6 spielst du? Okay. Ja, ich spiele hier ich spiele hier C5 oder Oh. Springer E4 meistens. Aber E6 wollte ich mir auch schon mal angucken. E4 ist jetzt der Hauptzug. Dann kann man mit H6 sich das Ja, Läuferpaar abholen. Nach kann man. Springer F3 kann man ganz gut C5 spielen, oder? Vielleicht, ja. Ja, was spielst du denn Nö, hier? pf, weiß ich nicht, ich habe das noch nie gesehen. Ich hatte immer nur E4. Aber C5 sieht sehr logisch aus, Also, mit den Bauern das Zentrum angreifen. das, was Jan für Eröffnungen ist, nämlich ein Riesenguru, Das bist du bin im ich nicht. Gegenteil. Zusammen würdet ihr einen Also, durchschnittlichen ich muss das Eröffnungsspieler. mal klarstellen. Ja, mein Eröffnungsrepertoire ist sehr gut. Ich habe das nur leider nicht hier drin. Weil sonst fragen sich die Leute ja, warum ich hier eingeladen werde, um Eröffnungsvideos zu machen, wenn ich keine Ahnung habe. Aber so ganz so ist das ja nicht. Ich habe das nur nicht im Kopf. Du hast Ahnung, nur nicht im Kopf. Ahnung auf dem Computer. Okay. Also C3 kommt jetzt hier von unserem Gegner. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen uns was überlegen. Ich würde gerne den Umstand ausnutzen, dass der Läufer schon von C1 gezogen hat und nach G5 gegangen ist und das B2 jetzt ein bisschen verwundbar ist. Wenn wir jetzt Dame B6 spielen, dann kommt Dame B3 und nach Dame schlägt B3, A schlägt B3, C schlägt D4, Springer schlägt D4. Haben wir die Damen getauscht? Haben wir die Damen getauscht? Wir werden jetzt aber unabhängig davon, dass wir Okay, die wir Damen können tauscht haben, heute nicht den mal besten Zug jetzt spielen. eine Partie so nach deinem Sinne spielen. Wie Ja. wäre das? C schlägt D4, C schlägt D4, Dame B6 würde schon eher in Frage kommen, weil es der dann nicht so angenehm ist für Schwarz, für Weiß, diesen, das spielen wir jetzt einfach mal, den Bauern auf B2 zu decken, denn nach Dame B3, also C schlägt D4, Dame B6, Dame B3 würden wir ihm einen Doppelbauern verpassen. Genau. Ja, CD4 ist trotzdem hier vermutlich der beste Zug, ansonsten haben wir zu freies Spiel im Zentrum. Dame D4 würde auch in Springer C6 hineinlaufen und Springer D4, dann könnten wir einfach D5 spielen Ja, und man alles will ja wäre auch gut. immer mit dem Bauern ins Zentrum zurückschlagen. Aber nach Dame B6 kann er natürlich noch was anderes machen, Das ne? stimmt. C schlägt D4 erwarten wir hier und nach Dame B6 kann er dann nicht so Dann. gut Dame D2 machen wegen Springer E4. Ja, aber Dame C2, Dame oder? C2 oder Dame C1 könnte er machen, aber das Problem ist dann, dass er auf der C-Linie vielleicht einem Turm bald gegenüberstehen wird. Wobei unser Läufer auf C8 ja noch nicht so schnell da rauskommt. Das stimmt. Müsste man gucken. Wahrscheinlich kann man Dame C2 oder so etwas schon ganz gut spielen. Springer C6, E3, dann muss man aufpassen. Ja, mach mal Juhu. Dame B6 erstmal, das ist immer unangenehm. Und ja, dann spielen wir Springer C6 wahrscheinlich als nächstes. Ja, wenn er hier nimmt, das stört uns ja nie, weil der also ist zwar auch ein Wir Doppelbauer, können dann aber auch der auf ist ja B2 ins. einfach nehmen. Jetzt machen Ja, wir. ich wollte grundsätzlich. Ja. So, Stört stört uns uns ein nicht. bisschen. Wirklich? Warum? Das ist doch nie schlimm. Dann haben wir Ja. hier das Läuferpaar. Ja, aber wir haben einen Also, positionellen du willst das Nachteil. jetzt ja verhindern Erst, mit na, Läufer na, E7. erstmal würde ich den Läufer auf C8 decken. Ja, Denn Dame sie. schlägt C8 droht. Springer C6 ist natürlich hier der richtige Zug. So, und dann kommt E3 und dann überlegen wir uns mal was. Wir wollen eigentlich nicht so gerne D5 spielen, sondern uns eher mit D6 aufbauen. Aber wenn wir schnell von der C-Linie Gebrauch machen wollen, dann müssen wir den Läufer loswerden von C8. Wahrscheinlich ist nicht so viel zu holen auf der C-Linie, weil Springer C3 einfach kommt. Okay, erstmal kommt jetzt E3. Oder wenn du meinst, dass das hier so tragisch Es ist, ist kann nicht er ja auch hier tragisch. Nein, es ist rausnehmen. nicht tragisch, aber ich würde denken, in so einer symmetrischen Struktur ist das durchaus eine Idee für Weiß. Und das wird er jetzt wahrscheinlich ins Auge fassen. Der Läufer schlägt F6 oder eben E3 spielen.
Mal sehen. Du kannst ja schon mal G-Schlägt F6 im Pre-Move machen. Ja, wenn das jetzt wieder funktioniert. Ah, ja. Krass. Würdest du lieber den D-Bauern nach D6 oder nach D5 stellen? Prinzipiell lieber nach D5, auch wenn er, also wenn er hier nimmt, dann lieber nach D5. Ansonsten. Okay, dann spiel doch mal einfach D5 und dann drohen wir jetzt mal Springer E4 und dann vielleicht Läufer B4, solche Sachen, Läufer D7 und Turm C1. Versuchen uns ganz, ganz schnell zu entwickeln. Jetzt macht es, glaube ich, schon relativ viel Sinn, auf F6 zu schlagen. Das ist ja auch die Hauptidee eines jeden Trompowski-Spielers eigentlich, ne? Macht er aber nicht. Jetzt können wir Springer E4 spielen. Sprich nicht so viel dagegen. Jetzt haben wir manchmal auch sogar Motive mit Springer A5 und Springer B3, aber als nächstes würde ich sagen, macht Läufer D7 ziemlich viel Sinn. Genau, und er muss ja auch erstmal hier genau reagieren. Okay. Kann jetzt mit Läufer D3 diesen Springer ein bisschen herausfordern, aber dann spielen wir Turm C8 und drohen Springer D4. Also unsere Strategie ist hier halbwegs aufgegangen, nämlich B2 schnell anzugreifen, die Dame auf die C-Linie zu lotsen und dann mit dem Turm die Dame wieder irgendwie wegzukicken. Das Problem ist mit Springer C3, dass wir den nehmen und wenn er dann mit dem Bauern nimmt, spielen wir Springer A5 und haben die etwas bessere Bauernstruktur. Dame E2 ist vielleicht noch eine Option, aber das macht die weiße Entwicklung nicht viel einfacher, denn Springer BD2 würde dann die Kontrolle der Dame nach B2 verhindern und Springer C3 immer noch die Bauernstruktur ruinieren ein bisschen. Deswegen nicht so angenehm für Weiß. Und Läufer schlägt E4, dann kommt Springer D4 immer. Vielleicht kann er ja erst, wobei das ist auch schwierig, Dame E2, Rochade, Turm C1, dann hängt der auch so ein bisschen in der Luft. Da hat man auch vielleicht dann mal Motive mit Springer D4. Unser Königsflügel ist natürlich nicht so recht entwickelt bisher. Das geht da schnell. Läufer E7, Rochade. Ja. Schwuppdiwupp. Man sieht aber an unserer Figurenaufstellung, dass wir uns auf den Damenflügel konzentrieren. Und Springer A5 ist auch mal eine Idee. Auch wenn nicht Springer C3 kommt, ne? Ja. Also Dame E2 und Springer BD2 ist vielleicht möglich, weil wir dann nicht so richtig gut auf B2 immer nehmen können wegen Turm B1. Wobei, dann kommt immer Springer C3 später. Was haben wir denn noch? Was ist mit Dame A5 Schach eigentlich? B4 geht ja dann nicht, aber Springer BD2 geht. Und der sieht auch logisch aus. Dame schlägt B2 fast übersehen, schreibt uns unser Gegner hier. Wann vorhin? Warte mal, wir haben noch hier eine Idee, Turm C1 Schach, Springer B4 oder sowas können wir doch schon fast spielen, oder? Sehe ich das falsch? Oder auch hier. Ach nee, hier rausnehmen geht B4 nicht, weil dann der Bauer wieder schlägt. Genau. Zeig das mal mit der Maus kurz. Springer schlägt D4, so, dann kommt E schlägt D4. E schlägt D4 ja. Und dann der Läufer wirkt nach dann C1 zurück. Okay, wir haben aber Springer A5 und Springer B4 und sogar Springer E5 vielleicht. Das könnten wir alles überlegen. Lass uns mal sehen, was das Beste ist. Also wenn wir nach B4 oder E5 gehen und er dann rochiert, dann nehmen wir auf D3 und dann auf B2. Das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Andererseits Springer A5 ist auch attraktiv, weil Springer B3 droht und nach Turm A2 hat man immer Springer C1 dann. Und das Gute ist auch, nach Springer B4 oder Springer E5 drohen wir zu schlagen, auf D3 und Läufer B5 zu spielen. Also wir stehen schon ganz gut, jetzt müssen wir gucken, was... Das ist immer ein Entscheidungsproblem. Ja, Fall der Wahl. Aber ich überlasse dir hier die Entscheidung. Das ist ja charmant. Springer A5, da müssen wir auch nicht damit rechnen, dass er den Springer irgendwie doch nimmt. Sieht beides sehr vielversprechend aus. Aber ich fände fast Springer B4. Das sieht anders. Irgendwie schöner Springer aus, B4. Ne? Ja. Wir drohen jetzt also Turm C1. Wenn er rochiert, dann können wir auf D3 nehmen und Läufer B5 und dann gewinnen wir nicht. Nicht so schnell, ich komme mit der Maus nicht hinterher. Ja. Entschuldige. Okay, genau. Oder hatten wir nicht auch noch eine andere Idee? Ach ja, der B2 hängt auch, aber Läufer B5 ist ja schon. Er kann jetzt auf E4 nehmen, aber dann nehmen wir einfach wieder. Und wenn er auf B4 nimmt, dann spielen wir Turm C1 Schach. Und wir nehmen wieder. Wenn er auf E4 nimmt. Ach so. Und wenn er auf B4 nimmt, dann spielen wir Turm C1 Schach und Turm schlägt H1. Und alles ist gut. Genau. Ja, ist unsere Strategie eigentlich ganz gut aufgegangen, ne? Man soll den Tag zwar nicht von der Abend loben, aber bisher bin ich relativ zufrieden. Und es ist auch nicht schlimm, dass unser weißfeldriger Bauer hinter der Bauernkette feststeckt. Läufer. Anders als der schwarzfeldrige Läufer von Weiß, der sich ja vor die Bauernkette bewegen konnte. Denn unser Läufer von D7, der kommt auf einer anderen Route ins Spiel. Vielleicht. Zumindest hat er hier schon einige Aufgaben.
deswegen hier nicht so schlimm, diese kleine positionelle Nuance, die man versucht dann doch häufig hinzukriegen, den Läufer vor die Bauernkette zu kriegen, die wird hier aufgewogen durch konkrete Motive. Das ist eigentlich ganz spannend. Guck mal hier, die Bauernstruktur ist total symmetrisch, außer dass A3 steht. Das habe ich irgendwie sehr selten. Symmetrische Bauernstruktur? Ja, das ist doch ästhetisch. Ja. Okay, Springer D2. Jetzt können wir auf D3 nehmen und auf B2 nehmen. Warte mal, vielleicht haben wir auch noch was Besseres. Selbst sowas wie Turm C2 kommt. Naja, nicht so richtig in Frage, weil jetzt B4 hängt. Naja, wir müssen schon nehmen wahrscheinlich, ne? Kommt höchstens noch. Ja, nee, Springer C2 in Betracht, aber... Dann hat man auch nichts Konkretes. Ah ja, aber er muss nehmen, Turm schlägt C2. Ja, aber dann stehen wir da, dann kriegen wir auch den B2. Ja, aber er kann nicht rochieren wegen Läufer B5 oder Dame D1, Turm schlägt B2. Das sieht aber sehr, sehr gut aus für uns. Lass uns mal kurz überlegen. Entweder spielen wir das oder wir nehmen auf aber D3. Aber das ist, glaube ich... Dann nehmen wir auf B2 und dann spielen wir Läufer B5. Wir nehmen auf D3. Dame schlägt D3, Dame schlägt B2, Turm B1 kommt Turm C1, also muss er lieber kurz rochieren, Läufer B5, ja. Turm FB1 und dann haben wir nur einen Bauern gewonnen, Achso, und Dame schlägt A1 geht nicht, weil der Läufer mit Schach hängt. Oder wir spielen eben Springer C2, Schach, Läufer schlägt C2, Turm schlägt C2, kurze Rochade von Weiß, Läufer B5, Dame D1, greift dann unseren Turm an und dann spielen wir Turm schlägt B2. Dann hängt der Turm auf F1, wir haben Bauern gewonnen und stehen gut. Ja, und Springer C3 droht dann auch noch weiteres Material zu gewinnen. Das gefällt mir ganz gut. Nochmal Springer C2. Schon mal im Pre-Move. Turm C2, alter Hase. ja, wir haben dann später dieses Motiv Springer C3, Springer E2. Ich weiß nicht, ob man uns noch folgen kann. Es klingt auf jeden Fall bestimmt sehr überzeugend. Fall, auf jeden Fall klug. Ja, er wird jetzt rochieren müssen. Naja, wobei, vielleicht nicht. Auch sehr sprunghaft in meinen Einschätzungen. Er könnte auch Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, weil wir sind unterentwickelt am Königsflügel. Nicht, dass da irgendwie ein Konter kommt. Machen wir auf B4, dann ist das Feld C3 zwar noch geschwächt, aber so richtig ausnutzen können wir es auch noch nicht. Die Festung ist auch sehr unangenehm. Wir könnten auch Dame A5 drohen, wenn er nicht sofort kurz rochiert. Selbst wenn er kurz rochiert. Jetzt hatten wir Läufer B5 ins Auge gefasst, ne? Ja. Das Problem ist, dass er nie so richtig Zeit hat, auf E4 zwischenzutauschen. Jetzt nehmen auf B2. Weil wir mit dem Bauern wieder nehmen, dann hängt der Springer gleich mit. Und der Turm. Ah, das meinte ich mit dem Konter. Aber wir haben doch alles im Griff. Wir können zur Not Läufer C6 spielen, aber was droht er da? Das Schach ist auch nur ein Schach. Ist doch nicht schlimm, ne? Dann können wir doch die Dame auch dazwischen ziehen. Nehmen wir einfach auf F1, oder? Also uns wegblöffen kann er uns ja auch nicht, ne? Ja, Dame C8, Dame D8, selbst König E7 ginge dann, aber Dame D8 und der Turm von B2 überdeckt B7. Wir haben jetzt im Moment einen Turm mehr und er muss wahrscheinlich Springer schlägt F1 oder so etwas spielen. Und vor allen Dingen das Schöne, dass wir ja mit diesem Läuferzug auch gleichzeitig unseren Turm decken, der ja gerade angegriffen wurde durch Dame C1. Joa. Man kriegt fast ein bisschen sinnvollere Partien hin mit 10 Minuten, ne? Ja. Sonst ist das immer so ein bisschen Chaos, wenn wir 5 Minuten Blitz spielen. Ja, deswegen bin ich ja eigentlich auch nicht so ein Fan von Blitz. Ja, 10 Minuten ist schon ganz gut. Vielleicht machen wir das häufiger. Vielleicht machen wir auch mal eine Viertelstunde. Oder eine halbe Stunde. Oder eine Stunde. Oh Gott, eine Stunde. Ich glaube, da schlafen uns die Zuschauer ein. Dann gucken sie doch lieber Arnand Carlsen. Könnte ich Zuschauer, mir fast vorstellen. Schlaft ihr dann ein? Nein, es ist immer eine Freude dir zu. Hier. Es geht weiter. Ja, Dame hängt. Okay, unser Gegner hat scheinbar noch eine Ressource gefunden, aber ob die jetzt so schlimm ist, Dame. B5, A4, warte mal. Dann können wir ja trotzdem noch weiter. Okay, also Problem ist natürlich, dass wir unseren Turm hier gedeckt halten müssen oder sollten. Ich meine, wir haben ja auch gerade einen Turm mehr, aber... Ja, Dame B5, A4, Dame B4 und dann... Alles gut, oder? Ja. Müssen nur aufpassen, nicht, dass Läufer A... Ja, egal, dann nehmen wir den raus, wenn wir gerade was im Turm mehr. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, ob Dame C8 und Springer E5 oder so etwas in der Art. Also ein bisschen müssen wir schon noch aufpassen. A4 wird wahrscheinlich kommen.
Ja, aber wenn Läufer A5 kommt, sind wir ja auch wieder mit der Dame auf der Diagonale und können nach D8 wieder dazwischen gehen. Das habe ich mir auch gedacht. Und Dame B4 hängt dann auch noch der Springer auf D2. Müsste er mit dem Springer auf F1 nehmen und dann hätten wir ein bisschen Zeit, um unsere Entwicklung voranzutreiben. Und guck mal, wir haben Zeitvorsprung. Das muss man immer hervorheben. Mhm. Ja, unser Gegner jetzt mit einer Minute und 45 Sekunden. Also so langsam wird es für ihn auch zeitlich eng. Hoffentlich. Ja, dann B4. Und alles gut, ne? Turm ist Turm. Das ist erstmal eine Hypothek. So, den nehmen wir jetzt raus. Ja, er will auf B2 wahrscheinlich nehmen, aber das reicht dann. Ist ja egal, wir haben ja jetzt können wir Läufer was. A6 zur Not spielen oder erstmal auf D2 tauschen. Oder viele Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, er will Turm C1 folgen lassen und irgendwie auf der C. Aber dann könnten wir ja vielleicht wirklich Läufer A6 und B. Ja, spiel mal Läufer A6 und nach Turm C1. Ja, mach mal. Ich überlege nur, ob nicht wirklich vielleicht zwischentauschen besser wäre, damit der Springer nicht passt schon. Nach E5 kommt. Ja, wir können nach Turm C1 immer noch zwischentauschen. Ja, wir haben ja jetzt auch einfach mal eine Figur und einen Bauern mehr. Tauschen wir erstmal zwischen, ne? Turm C8, davon ist noch keiner gestorben. Können wir, ja. Und wenn der Springer E5 sich zu so etwas erdreistet, naja, und das kann er sich nicht leisten. Dann spielen wir auch mal Springer C4 einfach. Ja. So, vielleicht will er jetzt Dame C2 machen, aber. Droht ja gar nichts ja, dann. Wir nehmen auf F3 zum Beispiel oder spielen Läufer C4 oder so etwas. Also, ich sehe kein Matt. Und Dame C2 nimmst du erstmal auf. Mit Schach. Ach, wir setzen jetzt selbst Matt. Ja, mach. Dame, ja, und Dame E1, da freust du dich immer. Wir haben aber ich sehe das Matt noch nicht, warte mal. Ja, GF3, ist Dame E1, König G2, Dame F1. Wir müssen, glaube ich, die Zuschauer mitnehmen, warte. Ja, und mich auch. Machen wir das mal. Okay, okay, warte, noch mal kurz angucken hier. Also G schlägt F, Dame E1, König G2, jetzt können wir Dame, Läufer D6. So. Wollen wir jetzt Matt setzen oder den Turm auf C8 nehmen? Ja, wir können den Turm nehmen. Ich glaube, das ist ausreichend. Das reicht, ne? Ja. Ja. So, also ich glaube, Lero hat hier zu Recht aufgegeben. Wir danken dir trotzdem, Lero. Wir hatten das sogar angekündigt, dass die Partie vielleicht im Geschwätzblitz landen könnte. Wir haben Geschwätzblitz geschrieben, nicht Beratungsblitz. Ja, mit unfairen Mitteln. Ich glaube, die Leute spielen lieber gegen dich alleine als gegen uns beide. Aber, warum? Ja, weil es gegen dich alleine mehr Spaß macht. Weil dir dann niemand in den Videos dazwischen quatscht. Da hast du dich aber nochmal gut rausgeredet. Ja. Ja, also. Ja, danke auf jeden Fall, Lero, dass du dich bereit erklärt hast, gegen uns zu blitzen. Wir zoomen uns jetzt mal hier raus nochmal. Ja, 10 Minuten, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich fand, das war auch eine fast vorzeigbare Partie von uns. Und ja, vielleicht schieben wir einfach noch eine hinterher. Ja. Machen wir das. Also dann bis auf ein nächstes Mal. Bis dann, tschüss.